Die Verleihung des Exportpreises Bayern 2021 stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Sowohl der Festakt, der unter strengen Hygienemaßnahmen in der Handwerkskammer München stattfand und live gestreamt wurde, als auch die Auslobung des Preises selbst. Dieser wurde in einer Special Edition unter dem Motto »Erfolgreich in schwierigen Zeiten« vergeben. Denn viele, auch kleine bayerische Unternehmen, konnten ihren Exportanteil trotz Corona-Zeiten halten oder sogar ausbauen. Eine Leistung, die Anerkennung verdient. Die Unternehmen kommen aus unterschiedlichen Branchen und stellen sehr verschiedene Produkte her. Materialien für die Untersuchung lebender Zellen, Mikrokugeln und Mikrokapseln, die unter anderem in der Pharmazie- und Lebensmittelindustrie Verwendung finden, sowie große luxuriöse und kleine mobile Saunen. Sie alle haben in den letzten 1,5 Jahren Innovationskraft und Durchhaltevermögen bewiesen. Gewonnen haben die IBD GmbH aus dem oberbayerischen Gräfelfing, die Brace GmbH aus dem unterfränkischen Karlstein und die Franz Schroll GmbH aus dem oberbayerischen Chieming. Roland Weigert, Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium, betonte, wie wichtig der Exportpreis für Bayerns Wirtschaft ist. Der Exportpreis Bayern ist, behaupte ich, nach dem Oktoberfest in München die zweitwichtigste Veranstaltung und der wichtigste Preis, vor allen Dingen im Bereich des Exports. Die Auszeichnung ist bestens dafür geeignet, nachzuweisen, dass das Unternehmen in einem hochdynamischen Markt erfolgreich agieren kann. Der Preis ist renommiert, der Preis findet Beachtung. Und die mit dem Exportpreis ausgezeichneten Unternehmen zeigen eindrucksvoll, die Größe eines Unternehmens ist kein Hindernis, erfolgreiche Geschäfte im Ausland zu tätigen. Das internationale Geschäft, auch von kleinen und mittleren Unternehmen, ist weiterhin trotz schwieriger weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand in Bayern. Der Exportpreis ist in diesem Jahr zum 14. Mal verliehen worden. Ausrichter des Wettbewerbs sind das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, die Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Handwerkskammern, Bayern International und der Bayerische Industrie- und Handelskammertag.